Reba, ich habe den Vlog noch gar nicht gestartet, aber jetzt starte ich ihn. Und wir sind hier gerade kurz bei Leon. Er hat schon wieder Kaninchenbabys. Shalom, Friends. Ich war gerade eben kurz bei Leon, also jetzt kommt jetzt ganz spontaner Wechsel. Wir sitzen gerade auf dem Spielplatz. Übrigens war beim Friseur. Frisur sitzt noch so einigermaßen, würde ich mal sagen. Leon ist auch da. Und wir waren gerade im A-Digger. Habe mir eine Paysafe geholt. Ich werde mir heute Abend zum ersten Mal einen Battle Pass holen. Ich weiß nicht, wieso ich das mache. Eigentlich wollte ich das nie machen, mache ich jetzt aber. Wir haben vorhin ein bisschen Frontflugzeuge gespielt, also Fortnite. So, mein Einkauf vom. Wir haben hier einmal ein Monster Energy Absolutely Zero Zucker. Und einen Stani, bloß der ist nicht kalt und den tue ich mir nachher in den Kühlschrank einfach rein. Damit ich den zu Hause trinken kann und den trinke ich jetzt. Mehr Scheiße! Bruh! Er wollte Tobi nachmachen. Hier kurze Einblendungsgedöns. Mehr Scheiße. Und steck mal eine Rübe. Tobi wurde. Scheiße! Und er hat es einfach nicht geschafft, das zu zitieren, der Lappen. Und lacht sich den Arsch weg. Wieso musst du deswegen lachen? Nur weil ich dich filme, Alter. Hast du noch nie eine Kamera gesehen? Schau auf meinem Niklas-Weltkanal vorbei, da habe ich mal Leon, glaube ich, mal eine Kamera ins Gesicht. Nee, habe ich gar nicht. Das war Tobi und mir die Kamera. Nein, das war hier auf meinem Hauptkanal. Aber auf Niklas-Welt, da saßen wir im Bus. Ist das noch ein Kanal? Ja, ich habe vier Stück, momentan vier Stück, die ich aktiv betreibe. Link dazu alle in der Videobeschreibung. Und auf einem Kanal, waren wir im Bus und ich habe irgendeinen Bullshit gesungen und Leon mal geschlagen, glaube ich, mit der Kamera. Irgendwie sowas. Ach, Link hier oben rechts in der Infokarte. Mehr Scheiße. Übrigens, ich habe mir neue Shoes gegönnt. Dann könnt ihr die mal sehen. Nike, schieß mich tot. Keine Ahnung. Mir ist auch scheißegal. Ich habe jetzt zum ersten Mal seit 2,5 Jahren mal wieder einen anderen Schuh getestet. Sonst seht ihr ja immer die anderen Schuhe, die brauche ich glaube ich nicht einblenden, weil ihr die glaube ich schon in Millionen Videos gesehen habt. Ich finde die richtig sick, so auch in komplett schwarz finde ich die richtig geil, racist. Er hat den letzten kalten Standi-Monster bekommen. So, 3, 2, 1. Ich weiß noch, wie ich früher Leute gehasst habe, die auf dem Spielplatz saßen, geraucht und Alkohol oder so getrunken haben. Jetzt sind wir mit Energy und haben hier Musik laufen. Das ist echt traurig. So, Tasche wieder alles hier. Erstmal hier wieder vernünftig alles anziehen. So, und jetzt fahren wir zum Ghetto und werden uns da, weil ich das gerade gesagt habe, mehr so und Leon so, jo, gute Idee, machen wir. Wir holen uns jetzt Donuts. So, Leon, gib mir mal beide Pinkel. Tu die mal bei mir rein, hier. Geht das? Geht das noch was? Du hast drin. Am nächsten. Reiner. Scheiß. Finden uns hinter dem Ghetto. Okay, hier vorne ist direkt der Parkplatz, aber egal. Und hier das letzte Stück von meinem zweiten Donut. Ah. Boah, so geil. Und der Typ nimmt sich einen Schoko. Okay, es gab keine Pink mehr, aber zu geil. Oh. Also die hat einen schönen Rücken. Und Kappa. Die hat einen schönen Rücken. Ja, also dafür findest du einen Skin gut, weil er einen schönen Rücken hat. Nein, du verstehst, was ich meine. Was mit Rücken meine, warte. Ja. Schöner Rücken. Zitat Monte. Ja. Dann was hatte ich hier nochmal? Ich hatte hier, glaube ich, Klatschen dran. Gang, gang, gang. Die beißt dich, Digga. Du musst nur hierher kommen. Kann ich die streicheln? Ja, ne? Ja, die bringen dich nicht um. Die haben nur Angst vor dir. Nein. So, das, ist das ist der Bock, der springt immer auch rüber. Der Bock, der springt rüber. Jetzt hat die Flauschen. Der ist doch hier zu uns kommen können. Wir haben noch Hundewelpen bei uns und noch einen neuen Hund seit vorgestern. Die haben uns einen neuen Köter gekauft. Ich hab gehört, ich übernachte spontan heute bei dir. Ich hab gehört, du kommst mit zu uns eben und fährst dann wieder nach Hause. Darauf kann ich nicht so bocken. Nein, stopp. Nicht die Babys. Ab in dein Zelt. Ab in dein Knast. Die eskaliert gleich, sie sagt dir das. Die beißt wie mir die nicht. Schon guckt, nein, Alter. Nein, die beißt mir nicht. Nicht, wenn sie hier oben ist. Wenn sie hier oben ist, denkt sie sich, nice, ich hab Freiheit. Aber wenn sie da drin sitzt, ne, dann beißt sie dir deine Hand kaputt. Das hier kommt immer noch von Kaninchen. Da habe ich jetzt eine Narbe, die alle fotze, ey. Ja, meine.
Ich habe keine Abmoderation gemacht. Deswegen kommt, glaube ich, auch keine.